Hallo ihr Lieben, ich grüße euch heute das Thema für Gott von ganzem Herzen. Und wir lesen Folgendes in Kolosser 3, 23. Alles, was ihr tut, heißt es da, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht für den Menschen. Das ist ein Bibelvers, den müssen wir kurz uns anschauen und der ist wichtig. Gerade wenn wir ausgewogen und wenn wir unser Leben ausrichten wollen in der Nachfolge zu Jesus, dass wir in dieser Form richtig in der richtigen Spur sind. Denn sonst kann es schnell sein, dass wir umfallen oder dass wir in eine falsche Richtung geleitet werden oder auch uns selber leiten. Nun, was meine ich? Das Erste ist, dass es hier heißt, alles, was ihr tut, tut es von Herzen. Es gibt so viele Dinge, die Menschen tun können und die mögen sogar schön und gut und richtig sein, aber sie sind nicht von Herzen. Sie sind letztendlich aus niederen Motiven, sie sind aus egoistischen Motiven, sie sind aus Beifall liebenden Motiven, aus Belohnungsmotiven und so weiter. Ich will gesehen werden, ich will mich gut fühlen, ich will mich wertvoll fühlen und so weiter. Das ist grundsätzlich hier schon mal von Herzen, aber für wen? Für Gott und nicht für den Menschen. Und das ist eine schwierige Sache, weil wir ja sagen, ja, aber ich soll doch den Menschen lieben und meinen Nächsten wie mich selbst und ich soll doch, wenn da einer ein Problem, eine Sorge, eine Herausforderung hat, soll ich mich doch dazustellen. Aus dieser Liebe heraus soll ich ihm doch dienen. Aber hier genau ist die Krux, genau hier ist das, was so schwierig manchmal ist. Wenn wir es nämlich nur für den Menschen tun, können wir auch ganz massiv und sehr schnell enttäuscht werden. Es ist eine List des Feindes, dass wir in dieser falschen Spur, will ich es mal nennen, unterwegs sind und dann tun wir etwas, wirken etwas für Menschen und dann enttäuschen sie uns. Dann kommt nicht der Beifall, nicht das Lob, nicht die Anerkennung, die man sich erhofft hatte, gewünscht hatte. Ich habe dir doch nur Gutes tun wollen. Und schwuppdiwupp ist man selber verletzt, enttäuscht. Man wirft hin, man sagt, das mache ich nie wieder. Ich denke, viele von uns haben das bestimmt schon mal erlebt an einem Punkt, dass man sagt, also das habe ich mir doch nicht zu bieten lassen. Das mache ich nie wieder. Da können die doch selber sehen und so weiter. Hat man vielleicht im Umzug geholfen und nichts war vorbereitet oder man hat da geholfen und die anderen waren nicht da oder haben nur Kaffee getrunken und so weiter. Man könnte die Liste lange fortführen. Darum sagt uns die Bibel, wir sollen in dieser Form ausgerichtet sein, dass wir das, was wir tun, für Gott tun. Und hier ganz wichtig, wieder auch für Gott, nicht in dieser Haltung, ich muss und das streckt mich an und wegen der Belohnung, sondern von ganzem Herzen aus der Liebe und Hingabe zu Gott. Jesus selber hat uns das vorgelebt. Er hat sein Leben gegeben, nicht weil er unbedingt in letzter Konsequenz das tun wollte. Nein, er sagt ja im Garten Gethsemane, wenn es einen Weg gibt, ist es zu schwer, lass es an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und hier ist diese Ausrichtung von Herzen Gott. Will ich mein Leben hinlegen? Will ich es dir zur Verfügung stellen? Will ich dienen, lieben, weitergeben, weil ich so sehr dich liebe, weil ich dich so sehr brauche, weil ich so sehr mit dir verbunden bin. Du hast mein Leben gerettet. Nun lebe nicht mehr ich, sagt Paulus, sondern du lebst in mir. Und das ist diese wichtige Botschaft, die letztendlich auch in unserem Leben herausstrahlen soll. Warum sind wir treue Ehemänner? Warum sind wir treu in der Ehe? Weil wir Gott lieben, weil wir uns vor ihm letztendlich in Verantwortung wissen, aus Liebe heraus. Warum sind wir in der Arbeit? Wollen wir gute Arbeiter sein, gute Mitarbeiter, gute Kollegen, gute Nachbarn? Warum wollen wir das alles tun, in der Gemeinde dienen und so weiter? Doch nicht, um ein großes, wichtiges irgendwas aufzubauen, sondern letztendlich, weil wir Gott lieben und schätzen. Und dann, wenn uns Menschen enttäuschen, und wir sehen das in Reinsform in Jesus, der nie einen Fehler gemacht hat, wir machen Fehler, und dann, wenn sie uns beschimpfen, und Jesus sagt, das wird geschehen, wenn sie mich beschimpft, dann werden sie euch beschimpfen. Wenn sie mich ein Lügner genannt, dann werden sie das bei euch auch. Er hat nur Gutes getan und selbst das Gute hat man dann böse genannt und sagt, das machst du nur durch den Teufel. Da sehen wir, wie die Menschen sind. Aber wenn wir dann nicht richtig in dieser Spur sind, ich tue es ja für Gott, dann können wir schnell frustriert sein, enttäuscht und verletzt. Auf der anderen Seite können wir dieserweise aber auf einem Weg sein, dass wir sagen, Gott, ich tue es für dich. Am Ende nicht für Menschen in letzter Konsequenz, sondern ich liebe die Menschen, weil ich dich liebe. Ich liebe die Taten und die Werke, die du vorbereitet hast, weil sie von dir kommen, aus der Liebe zu Gott. Und das ist grenzenlos in den Bereichen unseres Lebens, denn es heißt hier, alles, was ihr tut, unser ganzes Leben, unser Alltag, nicht nur unser geistliches Leben, sondern auch unser alltägliches Leben, der Form, wie ich Nachbar bin, wie ich Kollege bin, wie ich arbeite, wie ich rede, wie ich denke, wie ich handle, das soll letztendlich die Liebe zu Gott widerspiegeln. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir darin wachsen. Das ist nicht
dass wir das einfach so haben, sondern es ist etwas, wo wir hineinwachsen, immer mehr, ein Leben lang. Wir werden nicht zur Perfektion kommen, aber wir werden wachsen. Und wenn wir zurückschauen, feststellen, wow, Gott, du hast mich verändert. Immer mehr liebe ich dich und immer mehr komme ich in diese Wege, dass du verherrlicht wirst. Gott segne euch von Herzen und wir sehen uns morgen gerne wieder.